Ich habe keine Kinder, keine Frau, kein Auto, keine Schulden. Das klingt jetzt sicher ein bisschen schwülstig. Aber ich sterbe lieber aufrecht, als auf Knien zu leben. So äußerte sich Stéphane Charbonnier, der ermordete Chefredakteur von Charlie Hebdo im Jahr 2012. Mit ihm starben die Karikaturisten Jean Cabu, Georges Wolinski und Bernard Verlacq. Sie alle ließen sich von Fundamentalisten nicht einschüchtern. Diesen Mut bezahlten sie mit ihrem Leben.